Ja, und in diesem wunderschönen Sonnenaufgang oder Untergang, ich weiß jetzt nicht, was für eine aktuelle Tageszeit hier jetzt vorherrscht, begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Custom Carbuild hier in Forza Horizon 5 auf dem Kanal Demon Gamer XP. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser brandneuen Ausgabe. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und vorneweg möchte ich ein paar Dinge erstmal klarstellen, bevor wir mit diesem, ja, Prachtexemplar starten. Und zwar zunächst einmal möchte ich ein großes Dankeschön an euch aussprechen. Und zwar für die letzte Custom Carbuild Ausgabe, die auf meinem Kanal erschienen ist, nämlich zum 2023er Porsche 911 92 GT3 RS. Also ich hätte persönlich echt nicht erwartet, dass da so eine, ja, verhältnismäßig hohe Aufrufzahl entstanden worden ist. Und ja, dass da auch wirklich so großes Interesse gezeigt wurde, auch an diesem Video. Ja, also dieses Video hatte knapp über 380 Aufrufe stand jetzt, und da muss ich sagen, bin ich euch auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Also ich denke mal auch, dass der Trailer auch unter anderem dazu beigetragen hat, dass das Ganze hier auch wirklich realisiert werden kann. Und ja, ich freue mich da auch wirklich auf künftige Custom Carbuild Ausgaben. Und ja, hat mir auch wirklich so den Ansporn gegeben, dann auch dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr Mühe in dieses Format reinzustecken und auch tatsächlich ein paar Änderungen, ja, ins Leben zu rufen. Und da können wir jetzt direkt darauf nochmal zu sprechen kommen. Und zwar nämlich habe ich nochmal, ja, mich rangesetzt, da ja die letzte Custom Carbuild Ausgabe ja eine gute Zeit her ist, die ich aufgenommen habe. Also quasi heute ist die erste Aufnahme, die ich jetzt wieder drehe, seit, ich glaube, knapp 2 Monaten mittlerweile. Und ja, ich habe mich an dieses Konzept rangesetzt und mir überlegt, okay, was kann man denn an der Custom Carbuild Ausgabe dann auch optimieren? Ja, es gab ja auch schon Feedback auch von eurer Seite natürlich. Aber natürlich, ich als Content Creator muss ja auch irgendwie dafür sorgen, dass dieses Format ja auch perfektioniert wird, und zwar in allen Belangen. Und ich habe dadurch ein paar Änderungen beschlossen. Ja, und ich weiß, in der letzten Custom Carbuild Ausgabe, falls ihr diese geschaut haben solltet, habe ich ja auch schon Änderungen erwähnt, die sich auf den, ja, auf den weiteren Verlauf dieses Formates sich beschränken. Allerdings habe ich da nochmal ein paar weitere Änderungen beschlossen. Und zwar wird es nämlich jetzt so sein, dass die Einleitung bzw. das Intro zum Fahrzeug und auch das Tuning, also bzw. der Tuning-Aspekt hier gleich bleiben wird. Allerdings wird es so sein, dass ich die Teststreckenrunde direkt nach dem Tuning-Teil fahren werde und euch auch nur die beste gezeitete Teststreckenrunde zeigen möchte und keine drei Durchläufe mehr. Das hat nämlich den Hintergrund, um auch zum einen natürlich für mich die Videobearbeitung ein wenig einfacher zu gestalten und zum anderen, ja, um das Video auch ein bisschen kürzer zu halten und euch auch dafür mehr Renn-Action zu geben. Und zwar wird es nämlich so sein, dass ich euch, ja, die beste gezeitete Teststreckenrunde zeige. Ja, die Anzahl der Runden bzw. der Durchläufe bleibt im Endeffekt für jede Klasse ungefähr gleich. Also ich habe da auch ein paar minimale Anpassungen mir vorgenommen. So ist es jetzt der Fall, dass wenn ich ein Fahrzeug der C-Klasse euch vorstellen möchte, dass ich da jetzt 2 Runden auf der Asphalt-Teststrecke statt 1 Runde drehen werde. Vorher war das ja nur auf 1 Runde beschränkt gewesen. Und ja, in der Rallye-Teststrecke gibt es da tatsächlich 2 Durchläufe, die befahren wird, und zwar in der S1-Klasse. Aber das sind nur so Kleinigkeiten, ja, auf die ich eingehen wollen würde. Und zum anderen wird es dann nämlich so sein, dass ich da quasi in den vorherigen Ausgaben da halt immer ein Rennen gefahren habe und da eher meinen Ersteindruck geschildert habe zu diesem besagten Fahrzeug, was ich kreiert und entwickelt habe. Und das wird nämlich dann nach der Teststreckenrunde der Fall sein, ja, also das heißt, ihr kriegt von mir die Teststreckenrunde zu sehen, auch mein Ersteindruck dazu, ja, wie sich das Fahrzeug fährt, was das Tuning denn so alles kann, welches Potenzial dieses Tuning beinhaltet und, naja, ne, was so die Stärken und Schwächen dieses Fahrzeugs darstellt. Und ja, anschließend fahre ich 2 Rennen statt 1, und zwar einmal entweder auf Straße bzw. auf Asphalt, also das sind ja diese ganz normalen Rundstreckenrennen, oder Straßenszenerennen, je nachdem, ja, für welches Einsatzgebiet das Fahrzeug prägnostiziert ist. Und zum anderen fahre ich dann noch eine Rennveranstaltung, und zwar nämlich
dann auf Dirt bzw. Querfeld ein, obwohl gewisse Fahrzeuge nicht dafür ausgelegt sind. Und ja, damit möchte ich auch ja, auf anderen Terra dieses Fahrzeug so ein bisschen auf die Probe stellen, so dass ich da halt wirklich ein Gesamtbild dafür bekomme, wie sich das Fahrzeug in allen Belangen schlägt und ja, welche Stärken und Schwächen sich dann herauskristallisieren, weil ja, manche Aspekte entwickeln sich ja auch erst, wenn ich dann ein Rennen gegen Driver Tare weiterhin auf und schlagbar fahre und andere Aspekte wiederum zeigen sich halt vielleicht erst, okay, wenn ich dieses Fahrzeug irgendwie auf Gelände losschicke, das ist doch ungewohnte Schwächen zeigt, ja, und dann abschließend dazu gibt es dann nochmal eine Abschlussbewertung und ein Abspann, ja, also das heißt, wir kehren dann quasi wieder in Forza Vista zurück und ja, da gebe ich mal meinen kurzen Resümee dazu und ja, auch eine Punktebewertung, wie ich das dann auch in der letzten Ausgabe beim Porsche neu eingeführt habe und ich denke mal, das dürfte eigentlich ganz cool werden. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare euer Feedback aufschreiben, ja, wie ihr die Änderungen zum Custom-Car-Bild-Format findet. Vielleicht braucht es ja auch erstmal 2, 3 Ausgaben, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat in diese Struktur. Weil ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt natürlich sehr, sehr viel erklärt habe, beziehungsweise erkläre zu Beginn, dass da noch einiges noch unklar bleibt oder dass da noch offene Fragezeichen sind. Aber ja, mein Tipp an euch, lasst es auf euch einwirken. Und ja, der Rest regelt sich ja schon mehr oder weniger von selbst. Und auch generell Feedback dazu, wenn ihr auch weitere Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge habt im Zuge dieses Formates, ja, was man dann noch optimieren kann und so weiter und so fort. Und ja, dafür bedanke ich mich dann schon mal im Voraus. Ja, die Bewertungsskala, die habe ich ja schon bereits in der letzten Custom Car Build Ausgabe mit dem Porsche vorgestellt. Ich gehe da jetzt noch einmal ganz, ganz schnell drauf ein. Und zwar wird die Bewertungsskala von 1 bis 10 bewertet, wobei 10 ein außergewöhnliches Tuning darstellt, also 1, was halt exzellent auf allen Belangen ist und 1, was absolut unterirdisch ist. Und ja, zwischen diesen Bereichen ja, gibt es dann hervorragend, sehr gut, gut, ordentlich und ausreichend. Ausreichend wäre dann 5 von 10 Punkte beispielsweise. Also ein Tuning, was sich halt okay fährt. Ja, 4 wäre brauchbar, was so viel bedeutet wie, okay, das Tuning kann man noch verwenden, aber ist halt nicht gut fahrbar. Und 3 und 2 sind halt dementsprechend schlecht, beziehungsweise sehr schlecht. Und ja, das so viel zu diesem Thema. Aber wir starten nun mit dem Fahrzeug. Ich habe ja auch jetzt lang genug geredet und ich denke mal gerade jetzt heute wird dieses Format wieder ein bisschen länger werden, aber das sollte dann auch für euch kein Problem sein. Und zwar habe ich nämlich ein wunderschönes Fahrzeug aus Japan, nämlich den Honda SX GT Concept aus dem Jahr 1998. Ja, ein Fahrzeug, was ich auch in den früheren Forza Horizon Teilen schon bereits aufgebaut habe und der auch verschiedene ja, Stages durchlebt hat, könnte man schon fast meinen. Und der Ursprung war tatsächlich schon bereits in Forza Horizon 3 gewesen, wo ich das Fahrzeug zum ersten Mal aufgebaut habe. Da war nämlich auch das Rocket Bunny Kit dann auch im Spiel gewesen, zum Release wohlgemerkt. Ja, in Forza Horizon 5 kam das erst vor ein paar Monaten über ein Update nachträglich erst rein. Was ich da ein bisschen fragwürdig finde, aber naja, lassen wir das mal so stehen. Und ja, gerade dieses Kit, ja, wo, wenn man dieses Kit halt quasi an das Fahrzeug angebracht hat, hoppala, ja, es ist wieder einmal kurz ausgeblendet, danke Bildschirmschoner. Gut, müssen wir das Fahrzeug mal so vorlieb nehmen. Ich glaube, wir haben das ja genug im Cinematic-Modus begutachtet. Gerade, ja, das Anbringen dieses Rocket Bunny Kits hat ja das Fahrzeug grundlegend verändert. So wurde halt natürlich die Karosserie verbreitert, sowohl vorne, ja, natürlich diese Flaps, als auch hinten, also die hintere Heckpartie, die wurde einfach mal komplett überarbeitet. Ich meine, man sieht jetzt zwar nicht viel wegen diesen Sonnenuntergangsstimmung, oder Morgendämmerung, je nachdem. Aber ja, ich hoffe, man sieht das hier einigermaßen. Ja, da hat man ja den Heck des NSX, ja. Und der NSX ist das Basismodell, was ich mir zum Anlass genommen habe. Beziehungsweise, glaube ich, ist es sogar der NSX-R. Ja, hatte man das Fahrzeug dann von Grund auf komplett verändert. Und ja, das habe ich mir dann natürlich damals zum Anlass genommen, dann daraus eine, ja, ein eigenes Fahrzeug zu entwickeln. Was so tatsächlich so die Elemente eines NSX beibehält, aber so ein bisschen mehr in Richtung Track-Performance geht. Und ich, ja,
habe das dann auch dementsprechend in Forza Horizon 4 dann so versucht umzusetzen mit ein paar Änderungen. Und jetzt ist es in Forza Horizon 5 wieder da. Und ich muss halt natürlich sagen, also das Fahrzeug sieht halt echt in dieser Stimmung echt mega geil aus, ne? Ich meine, man sieht jetzt natürlich zwar nicht viel, aber ja, schon sehr, sehr cool. Und ich bin auch generell ein großer Freund des NSX-Rs aus dem Jahr 1992, denn ja, das Fahrzeug, ja, hat mich schon seit meiner Kindheit schon so ein bisschen begleitet, ja. Wenn ich mal so zurückblicke, ja, ich denke mal, einige von euch werden ja diese ganzen Retro-Spiele von damals nicht mehr kennen. Da gab es ja damals das Spiel Sega GT, welches im Jahr 2002 erschienen ist auf der ersten Xbox damals, wohlgemerkt. Und ja, da habe ich ja schon echt gerne das Fahrzeug mal gefahren. Und jetzt dieses nochmal neu aufzubereiten mit einem besonderen Tuning und mit einer besonderen Lackierung, das ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, das Fahrzeug hatte eigentlich so an sich nicht viel Geschichte dahinter. Ich wollte einfach mal, ja, nochmal eine Neuauflage dieses Fahrzeuges nochmal bauen. Und ja, der wird sich auch ein bisschen davon unterscheiden, wie der damals in Forza Horizon 3 und 4 jeweils aufgebaut wurde. Beziehungsweise auch designtechnisch hat sich ja auch so ein bisschen was getan. So habe ich halt dementsprechend eine, ja, andere Lackierung gewählt. In Forza Horizon 4 und 3 hatte der nämlich eine rote Lackierung gehabt mit einer schwarzen Flake-Effekt. Und hier habe ich das Ganze jetzt so in einem sogenannten Cherry Red lackiert, also was ungefähr so ein bisschen kirschrot ist, so in die Richtung. So ein bisschen dunkler könnte man meinen. Aber ich finde, das sieht einfach bei dem Fahrzeug echt so cool aus, dass ich mich da schon direkt verliebt habe in diese Farbe. Echt atemberaubend, würde man schon fast meinen. Ja, an sich gibt es ja eigentlich nicht viel zum Fahrzeug zu erzählen, tatsächlich. Also die Geschichte kennt ihr ja jetzt schon mehr oder weniger. Und ja, das Besondere an diesem Fahrzeug ist halt natürlich, dass er mit einer doch guten Leistungssteigerung daherkommt. 432 PS hat das Fahrzeug und 425 Newtonmeter Drehmoment. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verdreht. Falls es der Fall sein sollte, dann können wir ja nochmal gleich auf die einzelnen Werte eingehen, wenn wir im Tuning-Aspekt sind. Und ja, das soll tatsächlich das Ziel haben, mit den Retro-Sportwagen der 2000er zu konkurrieren. Und da zählt unter anderem, naja gut, okay, der Jaguar XJ 220 und der McLaren F1 wären da jetzt keine so krassen Gegner, aber wenn ich mir da jetzt so die 2000er anschaue, da würde ich vielleicht schon sagen, der könnte vielleicht schon auf Augenhöhe mit einem Porsche Carrera GT sein, ja, wobei das ja eigentlich auch schon jetzt ein bisschen zu hoch eingestuft wäre, aber ja, so ungefähr in die Riege soll das Fahrzeug kommen. Und das werdet ihr auch gleich so ein bisschen beim Tuning dann auch feststellen. Und manchmal wird das Ding aber auch irgendwie unscharf, ne? Also ich weiß nicht, ob das so vom Spiel kommt oder so, aber das ist schon ziemlich komisch gerade. Naja, wie dem auch sei, finde ich ein wunderschönes Fahrzeug, ist ein Rechtslenker und ja, SX GT Concept habe ich quasi diesen Namen gegeben. Also den Namen dieses Modells hat er aus Horizon 3 und 4 beibehalten bekommen. Nebenbei im Motorsport 7 habe ich das Fahrzeug, glaube ich, auch aufgebaut. Also da dürfte, glaube ich, auch das Rocket Bunny Kit gegeben haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also ne, Highlight, wie gesagt, sticht so ein bisschen das Rocket Bunny Kit heraus. Und ja, das Fahrzeug war ja eigentlich schon ursprünglich schon länger fertig gewesen, aber ich kam bis dato noch nicht dazu, ja, die Folge mit dem SX-GT-Konzept aufzunehmen. Und ja, das würde ich dann dementsprechend für jetzt dementsprechend nachholen. Und so, jetzt läuft das Bild auch irgendwie ein bisschen flüssiger. Ja, ist ein bisschen eigenartig, aber naja. Ja, so viel zum Fahrzeug. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Design. Auch natürlich dementsprechend habe ich die ja, Farbtönung selber ausgewählt. Ich glaube auch, dass das Design dann auch von mir selber kommt. Ist eigentlich auch, wie gesagt, nur eine Flake-Lackierung, aber kann ich dann anschließend dann ebenfalls freigeben für diejenigen von euch, die es dann gerne auf das Fahrzeug auch haben möchten. Wobei das ja eigentlich aber auch fairerweise auch keine Kunst ist, diese Speziallackierung dann auf das Fahrzeug anzubringen. Aber wie gesagt, mir gefällt der persönlich und ja. Auch sonst nicht viel zu sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt auf das Tuning ein und ihr seht schon am Score 820. Ja, wenn ich da jetzt quasi den Schwenker einmal kurz zur Porsche Carrera GT mache, was wir da jetzt einmal kurz schnell mal machen können,
Dann werdet ihr sehen, dass ich das Fahrzeug, ja, doch in meinen Fuhrpark habe. 845, ja, also der ist ja eigentlich nicht so wirklich weit weg, muss man sagen. Aber man könnte ja schon meinen, dass er ein guter Konkurrent ist zu diesem Fahrzeug. Zumindest habe ich mir das jetzt zum Ziel vorgenommen, dieses Fahrzeug dann auch dementsprechend so aufzubauen. Und ja, da können wir jetzt auch mal ein bisschen auf das Tuning zu sprechen kommen, denn da hat sich nämlich an diesem Fahrzeug einiges getan. Ja, wenn ich alleine schon den Motor aufheulen lasse. Ja, ich glaube, der NSX-R klingt standardmäßig im Spiel ein bisschen anders. Ja, das liegt auch natürlich daran, dass ich in dem Umbauten ja den Motorswap gewagt habe, nämlich auf einen 3,2 Liter Reihen-Sechszylinder. Das ist nämlich der Motor aus dem BMW M3 2005er Variante. Und das habe ich an diesem Fahrzeug angebracht. Standardmäßig würde der ja so klingen. Und bei diesem Motor hat er ja immer noch so diese Klangnote beibehalten bekommen, weshalb ich mir überlegt habe, okay, gut, da kann man diesen Motorswap tatsächlich mal wagen. Klingt auch tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ansonsten wäre da noch ein 6,2 Liter V8 möglich gewesen. Das müsste der LS3-Motor vom der Corvette sein, genau. Und der 1,6 Liter rein Vierzylinder Turbo Rally-Motor hätte da auch noch zur Auswahl gestanden. Aber gut. Ne, sind halt so die Basics, die man eigentlich an fast jedem Fahrzeug anbringen kann, mittlerweile, so wie wir es festgestellt haben. Ja, ansonsten vom Antrieb her ist er serienmäßig auf Heckantrieb. Man kann ihn aber natürlich hier, wie bei fast jedem Fahrzeug, mittlerweile auch auf Allrad switchen. Habe ich aber auch nicht getan, weil ich natürlich gerne diese Grundeigenschaften, die der NSX hat, auch unbedingt beibehalten möchte, ja. Und das soll sich dann auch dann dementsprechend auf das Fahrerlebnis gleich widerspiegeln. Deswegen habe ich auch beim Luftzufuhrsystem dann auch auf ein Turbo verzichtet. Und tatsächlich mal versucht, ohne Aufladung ja, auf die gewünschte Leistung zu kommen. Denn der Turbo würde ja uns natürlich einen enormen Leistungssprung geben, aber der würde uns ja einen kleinen Turboloch geben, wodurch wir dann dementsprechend ja, das Problem beim Start haben, dass wir da nicht gut genug wegkommen. Ja, und das wollte ich dann eigentlich auch mehr oder weniger vermeiden. Deswegen habe ich auch auf den Turbo verzichtet. Ja, und vom Bausatz her, gut, war ja klar, Rocket Bunny Kit kann man anbringen. Und der kostet auch, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, 20.000 Credits. Was aber auch echt schon viel, viel Geld ist, weil in den früheren Teilen hat ja der Karosseriebausatz deutlich weniger gekostet. Aber so sieht der NSX-R natürlich standardmäßig aus. Na, nur damit ihr das mal gesehen habt. Ja, ansonsten, Aerodynamik konnte man da jetzt nicht viel umstellen. Man hätte auch hier den Rocket Bunny Flügel anbringen können, der natürlich ziemlich wild aussieht. Aber wo ich auch auf der anderen Seite sagen muss, das hätte zu meinem Bild, ja, wo ich auch eingangs erwähnt habe, dass es eher so eine Track-Performance-Variante sein sollte, hätte der, glaube ich, nicht gepasst. Ja, dafür wäre der Heckflügel ziemlich krass gewesen, aber den kann man immerhin einstellen und ja, würde dann auch dementsprechend das Rocket Bunny Kit ja auch irgendwo komplettieren. Ja, ansonsten, ja, der Forza-Flügel. Und da frage ich mal Playground Games mal persönlich, wieso kommen die Deppen auf die Idee, einen Heckflügel auf ein Heckflügel zu machen? Lassen wir das mal so dahingestellt. Ja, zu den Reifen hin habe ich mich für die Sportreifenmischung entschieden. Ja, um natürlich auch ein bisschen mehr Grip für das Fahrzeug zu generieren. Auch natürlich dementsprechend, dass er da auch ein bisschen mehr Bodenhaftung hat. Ansonsten, ja, Slicks wären halt viel zu krass gewesen und Semi-Slicks wären auch schon dementsprechend ein bisschen too much gewesen für das Fahrzeug. Ja, ansonsten habt ihr da auch die bunte Auswahl an Reifenmischungen, die es hier gibt. Ja, vorne 265er, was schon ziemlich viel ist. Das heißt, wir werden ja vorne als auch hinten, kann ich schon mal spoilern, einen ziemlich hohen Querschnitt haben. Das heißt, der müsste eigentlich ziemlich gut aus dem Asphalt liegen. Standardmäßig hätte er nur 205er. Und als ich den Wert gesehen habe, dachte ich mir so, das ist bei einem NSX-R, was ja eigentlich Hondas damaliger Sportwagen gewesen war, ziemlich schwach. Absolut unterdimensioniert. Also deswegen 265er mindestens und hinten habe ich dann nur 295er gewählt. Ihr habt ja auch gesehen, 315er hatte ich im Besitz. Der war ja vorher erstmal auf 315er ausgelegt.
Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen zu grippy tatsächlich. Also der hatte da doch schon ein bisschen zu viel Bodenhaftung gehabt und zu viel Grip auf den Asphalt. Und deswegen, ja, habe ich mich dann doch dazu entschieden, da auch ein bisschen mal runterzufahren, auch damit die Differenz zwischen den vorderen und der hinteren Reifenbreite dann auch nicht zu hoch ausfällt. Standardmäßig hätte er 285er. Ja. Wenn man sich jetzt mal überlegt, Serie, vorne 205, hinten 285er. Es kann eigentlich nicht so wirklich gut gehen. Ja, bei den Felgen. Okay, der hatte eine ziemlich interessante Mischung. Habe ich mich für die American Racing AR29 Blockhead entschieden. Ja, spiegelt ja auch eigentlich im Endeffekt gut wider, was der auch standardmäßig für Felgen hat. Ja, wenn man da auf Honda mal, also auf die Standardfelgen zurückführt. Ja, wollte ich unbedingt 5 Speichen haben. Ist mir dementsprechend auch gelungen und ich finde tatsächlich, das sieht auch an dem Fahrzeug eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus. Ja, von der Felgengröße her bin ich auf 17 Zoll gegangen, vorne und hinten dementsprechend auf 18 Zoll. Und damit wir das mal geklärt haben. Ja, dann beim Antrieb habe ich meine Kupplung natürlich nichts getan, ist Serie geblieben. Beim Getriebe habe ich allerdings diesmal ein Sportgetriebe eingebaut, also kein Renngetriebe, sondern wirklich nur ein Sportgetriebe. Weil mir persönlich da auch der Sportgetriebe da auch gereicht hat, ja. Und das Fahrzeug soll auch natürlich jetzt nicht absolut irgendwie modern sein, sondern, naja, ich habe das ja auch extra mit 1998 definiert und als Basis dient ja der NSX-R aus dem Jahr 92. Und ich glaube, so modern waren ja die Anbauteile jetzt damals noch nicht gewesen, sodass man da irgendwie, keine Ahnung, einen Zehngang hätte verbauen können oder dass man da viel hätte einstellen können damals. Das wollte ich tatsächlich so ein bisschen rudimentär behalten. Also deswegen bin ich nur auf Sportgetriebe gegangen. Das hat auch völlig gereicht für das Fahrzeug. Antriebswelle habe ich mich auch hier für die Sportantriebswelle entschieden. Einfach mal ein bisschen Gewicht zu sparen, um auf einen optimalen Gewicht zu kommen. Und beim Differential ist es eigentlich auch mittlerweile schon Standard, dass ich da mich eigentlich in den meisten Fällen immer für Renndifferential entscheide, um halt, ja, natürlich die ja, komplette Einstellungsfreiheit zu haben. Ne, schaltet ja auch dementsprechend das komplette Differentialtuning an dieser Stelle frei. Bei den Bremsen bin ich auf Sportbremsen gegangen, weil mir die Bremsen in der Serie überhaupt nicht zugesagt haben. Deswegen musste ich da unbedingt auf Sportbremsen gehen. Rennbremsen wären wiederum schon viel zu viel gewesen. Ihr seht ja auch, die Effizienz würde ja dann um 15% steigern. Das ist schon echt enorm auf jeden Fall und würde ja auch nicht wirklich zum Fahrzeug und der damaligen Zeit da auch passend, deswegen Sportbremsen, absolut fein. Ja, dann Rennfedern und Dämpfer, natürlich muss der Bock halt natürlich tiefgelegt werden, ja. Also wenn er ja schon das Rocket Bunny Kit hat, dann muss er auch natürlich tiefgelegt werden. Und ich finde, dass das Fahrzeug schon in der Fahrzeughöhe doch schon ziemlich, ja, appetitlich aussieht, würde ich sagen. So, Frontstabis standardmäßig Rennen eingebaut, hinten natürlich auch. Und ja, Fahrwerksverstärkung habe ich das Sport-Fahrwerksverstärkung hier eingebaut, um halt ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage zu bringen. Hatte auch dementsprechend den Zweck, dass ich da auf ein rundes Gewicht kommen wollte. Und Sportreduzierung ist bei dem Fahrzeug ebenfalls mit drin. Und dann kommen wir nun zu dem Motor-Upgrades. Und das können wir dann einmal kurz im Schnelldurchlauf machen. Beim Einlass habe ich mich für das Rennansaugsystem entschieden. Und ihr merkt auch, dass sich ja auch der Klang, also der Autoklang, sich da auch ein bisschen verändert. Also nicht viel tatsächlich, aber man merkt dann doch schon einen leichten Klangunterschied. Ansaugkrümmer ist Serie geblieben. Ja, geht auch nur Renn. Hier hat man tatsächlich 2 Stufen zur Auswahl: einmal Sport und einmal Rennkraftstoffanlage. Bei der Zündung ist es genauso. Da habe ich mich allerdings für die Sportzündung entschieden. Auch hier war ja die Diskussion, wo ich das Fahrzeug damals getuned habe, gewesen. Ja, ob ich dann nicht doch vielleicht die Rennzündung einbaue und stattdessen auf ein anderes Bauteil verzichte. Aber habe mich dann doch letzten Endes nur für die Sportkomponente entschieden. Bei der Auspuffanlage, gut, da geht es natürlich mehr um Klang als um die Leistung. Und da fand ich tatsächlich, dass die Rennauspuffanlage damit am besten geklungen hat. So, für mich persönlich. Bei der Nockenwelle, Rennnockenwelle, um halt eine möglichst hohe Drehzahl zu erzeugen und natürlich auch ein bisschen mehr Topspeed zu haben. Bei den Ventilen konnte man dann auch dementsprechend auf 2
Stufen umstellen, habe ich aber auch hier in dem Fall nur für die Serie entschieden. Beim Hubraum genauso. Man kann den Hubraum auf bis zu 3,6 Liter erweitern mit dem Motor, den ich hier eingeswappt habe. Standardmäßig ist er bei 3,2 Liter. Dann beim Hubraum auch auf Serie, beziehungsweise, nee, das sind ja Kolben und Kompression. Hoppala. Ja, also, ne, bin ich ein bisschen zu schnell. Aber auf jeden Fall hier auch Serie bin ich hier geblieben. Öl und Kühlung. Habe ich auch dementsprechend natürlich zwecks Gewicht ein bisschen nochmal mit dazu eingebaut, weil die bringen eigentlich im Grunde nicht so viel Leistung, aber dafür ja ein bisschen Gewicht auf die Waage. Und ja, im Endeffekt ändert es dann auch bei der LI nicht wirklich viel. Und ja, die Schwungscheibe ist dann dementsprechend ausnahmsweise mal Serie geblieben. Und somit kämen wir bei diesem Fahrzeug auf eine Geschwindigkeitswertung von 6,9 beim Handling von 7,7, was verhältnismäßig schon ziemlich stark ist für ein 98er Fahrzeug, was ja nur auf Track Performance ausgelegt ist. Und naja, gut, okay, das Bodykit schreibt ja auch schon so ein bisschen danach tatsächlich, dass es auf der Rennstrecke zugeführt werden möchte. Ja, Beschleunigung 6,1, Startwert 6,6, Bremsen 7,1 und Offroad mit 4,2. Ich bin halt wirklich, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt dieses neue Konzept beim Custom Car Build eingeführt haben, bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das Fahrzeug dann Offroad schlagen wird. Und nebenbei, da geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie jetzt hier um Siegel zu kämpfen, sondern ich möchte einfach nur mal testen, okay, wie verhält sich das Fahrzeug unter ja, Dirt- bzw. geländetauglichen Bedingungen. Ist das Fahrzeug denn überhaupt geländetauglich? Fragezeichen. Habe ich nebenbei noch gar nicht getestet. Also, das wird auch für mich eine neue Erfahrung werden. Ja, und ansonsten bei der Leistung sind wir dann nun bei 432 PS und 425 Newtonmeter Drehmoment. Ich glaube, da lag ich sogar richtig. Bei 1,15 Tonnen Gewicht. Das ist ziemlich wenig für so ein Fahrzeug, ne? Also, ja gut, natürlich muss man ja auch sagen, okay, baubedingt ist das ja ein ja, flaches Brett, könnte man schon fast sagen. Aber trotzdem, dass man da auf 1,15 Tonnen kommt, ist schon sehr, sehr beachtlich. Also, das merkt man dem Fahrzeug auch, glaube ich, gar nicht mal so wirklich an, ne? Vorne 44%, hinten 56%. Das heißt, das Fahrzeug ist im Allgemeinen ein bisschen hecklastiger ausgelegt. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, ob das dann auch für uns zum Verhängnis wird. Aber ich muss sagen, als der Klang hier vom ja, E36 Motor müsste es sein. Aber muss ja einmal kurz gucken. Nee, E36 ist es glaube ich nicht. Warte mal. BMW E-M3, E30, E36. Boah, ich habe jetzt irgendwie die dritte Reihe komplett vergessen. Weil danach kam ja der E92. Das müsste glaube ich der 48er sein. Nee, der E46. Genau, der M3 E46. Das ist ja von dem der Motor. Mein Gott. Ja, kleiner Themenwechsel hier am Rande. Aber ja, das wäre dann so viel zum Thema Tuning, was ich da bei diesem Fahrzeug hier angebracht habe. Und ich bin auch sehr gespannt, ob das dann auch Früchte tragen wird. Bei der Testfahrt, die ich privat gemacht habe, fuhr sich, ich würde mal sagen, wirklich sehr, sehr speziell. Also das hat dann wirklich sehr, sehr viel Feintuning gebraucht, damit der überhaupt einigermaßen fahrbar wird. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann ja uns auf die Teststrecke begeben haben. Um euch dann nochmal ein Bild davon zu geben, was ich da jetzt in der Autostatistik denn wirklich jetzt verändert habe, beziehungsweise, ne, was ja das die alten Daten waren, was jetzt die aktuellen Daten sind. Ihr seht ja schon, gewichttechnisch sind wir um 80 Kilo abgespeckt. Die Höchstleistung wurde von 276 auf ja, lockere 432 PS erhöht und Querbeschleunigung ist einfach auch mal um 0,5 gestiegen. Also da erwarte ich schon tatsächlich, dass es ein einigermaßen gutes Grip-Monster wird. Aber das wird sich dann herausstellen, wenn wir uns dann wirklich auf die Teststrecke begeben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann einfach mal gleich dort wieder. Ja, da sind wir nämlich auch schon auf unserer geliebten Teststrecke. Ja, bevor ich die Teststreckenrunde dann für euch drehe, möchte ich nochmal kurz, ja, zwei Dinge noch einmal kurz loswerden. Und zwar, ja, wie immer
ist es so, dass ich da die Fahrzeuge jetzt nicht unbedingt immer ja, nach ihren Zeiten vergleiche, sondern hier geht es ja eigentlich grundsätzlich immer darum, einfach mal herauszufinden, okay, wie gut fährt sich das Fahrzeug denn im Allgemeinen, kann es da leichte Kurven bewältigen, also ja, Kurven, die schnell gehen, schnelle Kurven, und kann es da auch langsame Kurven gut bewältigen und so weiter und so fort. Dafür ist ja auch diese Teststrecke da auch mehr oder weniger ausgelegt. Und ja, wir fahren tatsächlich 3 Runden, wovon ich, wie gesagt, für euch dieses Mal nur die beste gezeitete Runde zeigen möchte. Und anschließend, ja, wenn ich die 3 Runden dann beendet habe, kommen wir dann zu einem kleinen Fazit. Das heißt, nach der 3. Runde werdet ihr dann quasi das ja, Mainboard sehen. Oder beziehungsweise die Rangliste. Und da werde ich dann ein paar Worte zum Fahrzeug geben. Jetzt würde ich aber mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ich drehe natürlich den Spielsound für euch voll auf. Und ja, würde mal sagen, geht es jetzt einfach mal direkt los. Ja, und das waren die 3 Teststreckenrunden. Und ja, die letzte Runde, die ich gefahren bin, die 205309, war auch gleichzeitig meine beste Teststreckenrunde, die ich gedreht habe. Und ja, über die 3 Teststreckenrunden kann man auf jeden Fall ja, mal kurz sprechen. Ja, ich werde da mal einen gemeinsamen Ersteindruck davon zusammenfassen. Ja, ich werde mal in den zukünftigen Ausgaben, beziehungsweise vielleicht auch heute, falls ich es auch schon bereits getan habe, euch mal die Rundenzeiten mal einblenden, die ich aus der ersten und zweiten und dritten Runde jeweils gefahren bin und dann auch die zeitliche Differenz, so wie ihr das gewohnt seid. Wie gesagt, ich werde allerdings für euch dann jeweils entweder beste Teststreckenrunde zeigen oder die letzte Teststreckenrunde, um da halt quasi weiterhin so ein bisschen in meinem Workflow zu bleiben. Und ja, da habe ich einige Sachen festgestellt. Ich hatte ja eingangs erstmal erwähnt, wo ich gesagt habe, dass das Fahrzeug schon viel Grip hat, aber diese irgendwie nicht so wirklich auf die Straße bringen will. Und das hat sich bei der Teststrecke bestätigt. Und ihr müsst euch das eigentlich grundsätzlich so ein bisschen so vorstellen. Das Tuning an sich ist natürlich ein bisschen mehr auf Track, auf Grip ausgelegt, klar, aber man muss unterscheiden zwischen dem aerodynamischen Grip und dem mechanischen Grip, ja, also den aerodynamischen Grip ist ja quasi der Grip, der aus der Aerodynamik kommt, also beispielsweise, ja, wenn man da an dem Fahrzeug hier, wie beim Lamborghini, da halt verschiedene Fronteinlässe hat, beziehungsweise man auch Heckflügel hat, die erzeugen einen aerodynamischen Anpressdruck,
Genau, Anpressdruck war ja das richtige Wort. Und der mechanische Anpressdruck wird ja durch die Reifen bestimmt, ja. Also hat der Reifen halt genügend Kontakt zur Straße, bietet der Reifen eine große Querschnittsfläche, so dass er halt quasi auf der Straße hin haften bleibt. Und ja, durch diese ganze Reibung unter anderem entsteht ja halt dieser mechanische Grip unter anderem. Und diese beiden Werte muss man da halt differenzieren. Und ich finde tatsächlich, dass das Verhältnis von Aerodynamik zum mechanischen Grip ziemlich unausgewogen ist, ja. Also es ist klar, natürlich, je mehr man mit diesem Fahrzeug fährt, umso besser kommt man mit dem SXGT-Konzept dann auch zurecht. Das habe ich auch natürlich in den Teststreckenrunden ja auch gemerkt, wo ich gefahren bin, dass ich da halt immer besser mit dem Fahrzeug klargekommen bin, dass ich da halt wusste, okay, wie musste ich die Kurven anfahren, damit ich da möglichst diesen Richtungswechsel halt immer möglichst optimal erwische, um da quasi direkt dann immer raus zu beschleunigen. Und ich finde an sich, die Beschleunigung ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Also dafür, dass er 432 PS nur hat, bei 1,15 Tonnen, er zieht er doch schon sehr, sehr gut nach vorne, muss man sagen. Und Grip hat er auch ziemlich viel. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass es absolut unfahrbar ist oder dass man da halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so einen Schlenker macht oder so. Manchmal hat man da auch wirklich den Eindruck, wenn er halt diesen Grip nicht auf die Straße bringt, ja, beziehungsweise diese Bodenhaftung so ein bisschen nachlässt, dann kommt man doch schon immer wieder mal gerne ins Schlendern. Und das hat man, glaube ich, auch in der Teststreckenrunde auch teilweise gesehen, wo ich da auch versucht habe, da mal so ein bisschen, ja, mit Gegenlenken zu korrigieren und lässt sich auch einigermaßen auch gut da korrigieren. Ja, der Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist ja natürlich, man verliert ja dadurch auch unfassbar viel Zeit. So, wir können ja jetzt mal kurz rausgehen. Ja, während ich da noch mal ein bisschen mehr raushole. Also, wie gesagt, ja, Beschleunigung ist eigentlich schon ganz gut. Grip-technisch muss man sich auf jeden Fall mit diesem Fahrzeug erstmal anfreunden. Man merkt auf jeden Fall, der hat ziemlich viel Grip. Ja, und der bleibt auch gut auf den Straßen kleben. Aber man muss lernen, das Ganze hier irgendwie, ja, auf die Straße zu bringen. Beziehungsweise, ja, man muss halt so ein bisschen Vertrauen zum Fahrzeug aufbauen. Das, glaube ich, fasst das Ganze hier am besten zusammen. Man muss halt einfach ein bisschen Vertrauen auf das Fahrzeug haben. Ja, wissen, worauf man sich hier einlässt. Aber so von sich aus muss ich sagen, Beschleunigung ist echt gut auf jeden Fall für das Fahrzeug. Top Speed kann ich jetzt natürlich nicht so ganz beurteilen, ob der Top Speed halt entsprechend hoch ist. Ich glaube, ich habe da auch vergessen, da auf die letzten Werte einzugehen. Das könnten wir einmal ganz schnell nachholen. So kämen wir hier auf eine Top Speed von 284 km/h. Ist tatsächlich nicht viel für, ja, so ein Fahrzeug. Aber wenn er, wie gesagt, auf Performance, auf ja, Grip ausgelegt ist, dann passt das halt schon irgendwo. Ja, 4,3 Sekunden braucht er von 0 auf 100 und 8,9 Sekunden aufgerundet von 0 auf 160, 161 besser gesagt. Und ja, das kommt halt wirklich schon hin. Also man hat wirklich den Eindruck, das Fahrzeug kann auf jeden Fall ja gut seine Leistung abrufen, ne? Und die Querbeschleunigung, ihr seht es ja selbst, ne? Also die sind schon echt ziemlich gut mit 1,3 und 1,1, ne? Nur man muss, wie gesagt, ein bisschen Vertrauen zum Fahrzeug haben, wissen, ja, quasi, wo die Grenzen sind. Und wenn man auch die Grenzen weiß, wenn man sich so ein bisschen damit, ja, beschäftigt hat, dann kann das Fahrzeug wirklich eine Waffe werden. Und das, ja, ist wirklich nicht zu verachten. Ja, der Bremsweg 33,4 Meter, 78,3 Meter, sieht auf dem Papier natürlich nach sehr, sehr wenig aus, aber ich hatte manchmal wirklich auch das Gefühl gehabt, okay, eine bisschen höhere Bremsleistung hätte er schon vertragen können, tatsächlich, weil manchmal hatte ich auch den Eindruck gehabt, dass die Bremsen nicht so krass zupacken, ja, auch wenn das halt Sportbremsen sind und natürlich auch deutlich mehr geht, aber ja, da hat mir so ein bisschen mir die Bremsleistung gefehlt. Also insbesondere, ja, in dem letzten Abschnitt hatte ich halt immer wieder gerne mal das Problem gehabt, ja, dass die Bremsen da nicht gut genug zugepackt haben. Und ich dann halt immer wieder gerne, ja, quasi geradeaus weitergeschlendert bin, weil ja schon wieder der ABS hier reingekickt hat. Und irgendwie habe ich immer das Problem hier, besonders auf der letzten Streckenabschnitt, ja, bei dieser einen besagten Kurve, dass ich da halt immer wieder gerne ausfahre. Ja, und so musste ich auch schon bei der ersten Teststreckenrunde da auch bereits, ja, Flashback nutzen. Weil das hätte auch sonst die Rundenzeit eigentlich im Endeffekt verfälscht. Aber nichtsdestotrotz macht er eigentlich seine Sachen ziemlich gut. Er hat ein gutes Ansprechverhalten, beschleunigt auch ganz ordentlich. Höchstgeschwindigkeit
Ja, ist halt natürlich ja jetzt nicht so entscheidend. Aber wir gucken halt jetzt mal, wie der sich jetzt beim Brennen gegen die Drivatare schlägt. Und ich würde mal. Hey! Also du mit deinem E-Tron brauchst du jetzt nicht hier irgendwie rumzuflexen, nur weil du ein elektroangetriebenes Fahrzeug fährst. Mann, Mann, Mann. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach mal gleich beim, ja, nächsten Disziplin, würde ich schon fast sagen. Und zwar bei einer Straßenszene-Rennen gegen die Drivatare auf Unschlagbar wieder. Bis gleich. So, da wären wir auch schon. Bosque del Sur. Ja, ich habe mich ja jetzt drum bemüht, mal natürlich ein Straßenrennen jetzt, oder beziehungsweise Straßenszenerennen auszusuchen, ja, die wir jetzt noch nicht so oft gefahren haben hier in Forza Horizon 5. Und okay, ich muss schon sagen, in der Nacht sieht das hier mit den Rückleuchten schon ziemlich geil aus. Ja, also, das Bodykit hat schon was. Also, es ist einer der, muss ich sagen, wenigen Rocket Bunny Kits an ein Fahrzeug, die ich echt schon ziemlich, ziemlich cool finde. Es gibt tatsächlich auch andere Beispiele, wo ich sagen muss, dass das Rocket Bunny Kit entweder bei dem Fahrzeug zu, ja, ich will jetzt nicht sagen, fehlplatziert ist, aber dass es mir ein bisschen zu viel wird, beziehungsweise too much. Oder die stechen noch ein bisschen besonders heraus, beispielsweise Porsche Cayman RS. Naja. Ja, gucken wir mal, wie sich das Fahrzeug jetzt gegen die Drivatare unschlagbar schlägt und ob sich da auch so ein bisschen mein Ersteindruck bestätigt. Ja, ansonsten, wie gesagt, so von der Übersetzung her passt das auf jeden Fall. Also, der hat ein ziemlich knackiges Getriebe. Die Schaltzeiten sind schon ein bisschen länger, muss man sagen. Aber gut, das ist bei einem Fahrzeug der 2000er ja auch tatsächlich normal. Dass er so, ja, ein bisschen längere Schaltzeiten mit sich trägt. Und ja, man merkt auch auf jeden Fall, wenn man versuchen will, in die Kurve einzulenken, dass das Fahrzeug schon gerne dazu neigt, mal ein bisschen mehr, ja, auszubrechen. Und dieses gilt dann halt natürlich irgendwo zu bändigen. Also ich sag auch jetzt schon von vornherein, es ist kein einfaches Tuning, was ich für das Fahrzeug gebaut habe. Aber ich kann schon mal so viel sagen, der fährt sich so deutlich besser als der Serien-NSX. Das muss man sogar so sagen. Also selbst der NSX-R, ja, der in der Serie, der fährt sich wirklich Katastrophe. Also da ist das Tuning schon, ja, ich würde mal sagen, ohne, ja, jetzt mit Eigenlob zu stinken, aber da ist das Tuning hier ein bisschen besser, was die Performance sie betrifft. Aber das war ja auch, wie gesagt, das Ziel dahinter gewesen, nicht so eine Leistungskrawallschleuder zu bauen, sondern halt auch ein Fahrzeug zu entwickeln, was so, wie gesagt, auf der Rennstrecke so ein bisschen besser performen kann. Und ich denke, das ist mir auch eigentlich durchwegs gelungen. Wie gesagt, nur man muss sich halt ein bisschen auf das Fahrzeug einlassen. Und da seid auch ihr in den, ja, als Zuschauer natürlich gefragt. Ich werde natürlich im Anschluss, wenn die Folge beendet ist, dann das Tuning dann für euch freigeben, beziehungsweise das Design. Könnt ihr gerne nach SXGT Concept suchen. So würde ich dann das Fahrzeug dann taufen. Oder vielleicht schreibe ich das dann in die Kommentare oder so. Weiß ich noch nicht, wie ich das dann regeln möchte. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr dann auch selber gerne mal das Tuning austesten und mal eure Meinung, ja, dazu widerspiegeln bzw. wiedergeben, ob ihr da der gleichen Ansicht seid wie ich oder ob ihr da was irgendwie, ja, anders nachvollziehen könnt, ob euch das Tuning vielleicht sogar besser zusagt oder vielleicht sogar schlechter, je nachdem, wie gesagt, ne? Der Geschmack ist ja halt bei jedem Spieler ja auch verschieden, ne? Und jeder Spieler hat ja auch irgendwo seinen eigenen Fahrstil. Und ja, für meinen Fahrstil würde ich auch persönlich, muss ich schon sogar sagen, erwähnen, dass das Fahrzeug mir ein bisschen, ja, zu holprig wirkt. Ja, also der, ne, ihr habt ja auch beispielsweise das Beispiel auch schon gesehen, dass er da auch sehr, sehr gerne mit dem Heck schon ausgebrochen ist. Ne, und dass er da so ein bisschen, ne, unkontrolliert handelt. Ja, also das ist tatsächlich ein Tuning, was jetzt nicht so unbedingt mein Fahrstil entsprechen würde. Ich mag es tatsächlich lieber, wenn Fahrzeuge ein bisschen ruhiger sich verhalten würden. Und wenn der vordere Drivatar da uns jetzt irgendwie nicht, ja, uns in die Quere kommen würde. Aber war ein geiles Finish nebenbei. Mit Porsche kann man machen.
Aber ich glaube, wir sind hinter ihm, ne? Minimal, muss man sagen. Oh gut, hat man aber auch, glaube ich, irgendwo gesehen. Und ja, im Endeffekt die Schwächen, die ich aus der Teststreckenrunde festgestellt habe, die haben sich jetzt ja auch hier mehr oder weniger bestätigt. Aber wie gesagt, für das, was es ist, macht er aber dennoch einen verhältnismäßig soliden Job. Ist auch extrem geil. Nur mal so off-topic, dass die ganze Zeit hier irgendwie Sirenengeräusche hier zu hören sind, ne? Also, ich kann nichts dafür, ne, falls ihr diese Sirenengeräusche da auch irgendwo mitbekommen solltet. So, wir werden jetzt zum Abschluss des Ganzen nochmal ein Offroad-Rennen wagen. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das Ding gleich performen wird. Ich denke mal, es wird katastrophal werden. Ja, aber das sehen wir ja dann gleich. Ja, Cordillera Fahrt, dafür habe ich mich entschieden und ich habe mich auch darum bemüht, für das Fahrzeug da auch möglichst eine einfache Dirtstrecke zu geben, da ich ja auch ziemlich sicher bin, dass das Fahrzeug hier auf Dirt überhaupt nicht gut performen wird. Aber das sehen wir ja gleich. Gucken wir einfach mal, ne? Vielleicht überrascht er uns ja noch. Erstmal werden wir natürlich beim Start von den Drivertrans abgezogen. Man kennt das ja. Auch genannt die Cheater-KI. Uiuiui, okay, das ist ziemlich holprig, muss man sagen. Aber das geht tatsächlich. Also, ich habe das jetzt irgendwie mir noch ein bisschen schlimmer mir vorgestellt. Also, wir kommen auf jeden Fall nach vorne. Okay. Ich bin doch ziemlich positiv überrascht. Also Offroad fährt sich ja eigentlich gar nicht mal so scheiße. Hey! Och Mann, ey, diese Driver-Tare manchmal. Wieso muss der hinter mir jetzt irgendwie einen kleinen Schubs geben? Dass ich da jetzt nicht um die Kurve komme. Ja, und die anderen tun es dann gleich. Wunderbar. Kann doch nichts dafür, dass der SXGT-Konzept so langsam ist. Mann. So. Ja, jetzt verlieren wir ja natürlich gegen die Javatare, aber ja, den siebten Platz werde ich jetzt definitiv nicht hergeben wollen. Dafür habe ich auch andere Pläne. Ah, da haben wir den NSX GT. Ja, ein Fahrzeug, was 13 Jahre später auf den Markt gekommen ist. Echt ziemlich krass, ne? Dass Honda da irgendwie mit der NSX-Reihe bis dorthin durchgezogen hat, ne? Und natürlich gibt es ja auch mittlerweile vom NSX ja auch Nachfolger. Mittlerweile ja schon sogar den Type S, der nochmal eine gesteigerte Version, oh, hoppla, vom NSX darstellt, der auch erst kürzlich, ja, angekündigt worden ist, beziehungsweise der jetzt erst kürzlich hier überall erhältlich ist. Ja, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen mich konzentrieren tatsächlich. Ja, ich verwende auch verhältnismäßig echt viel zu viel Flashbacks. Stört auch so ein bisschen den Flow. Okay, jetzt kommen wir halt wirklich zu der Phase, wo das Fahrzeug mir doch ein bisschen mehr Zicken macht, als es mir lieb ist. Aber mir machen wir aber auch die Driver-Tare halt extrem starken Druck. Aber es war auch so zu erwarten gewesen, ne, dass das Fahrzeug jetzt hier nicht seine beste Leistung abrufen kann. Aber nichtsdestotrotz will ich eigentlich sagen, so von der Performance her ist der dennoch einigermaßen brauchbar. Also man kann auf jeden Fall Offroad fahren. Ob man da um Siege mitfahren kann, das bezweifle ich hier sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ja, und Sprünge kann das Fahrzeug ja auch aufgrund der geringen Fahrzeughöhe ja auch nicht so wirklich bewältigen. Okay, jetzt kommt er
in einem Abschnitt, den selbst ich nicht irgendwie mehr im Kopf habe, dass es so einen Abschnitt gibt. Also zumindest was der Belag oder der Bodenbelag hier betraf. Oh, die anderen sind ja vermutlich ja schon am Ziel. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Straße, da können wir uns noch mal ein bisschen absetzen von der hinteren Truppe und retten dann zumindest noch einen achten Platz. Ist jetzt halt natürlich nicht so überragend hier für das Fahrzeug, aber ja. Ist ja im Endeffekt egal, ob man im Forza Horizon Erster oder Zwölfter wird, man kriegt ja sowieso im Endeffekt genauso viele Credits. Hier geht es ja eigentlich nur darum, dass man diese Rennen abschließt, um überhaupt da was zu bekommen. Ja, und jetzt ist schon wieder Nacht. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, kehren wir jetzt einfach mal, nachdem wir das Fahrzeug mal so ein bisschen zu hart auf die Probe gestellt haben, wieder zurück in Forza Vista zurück. Und ja, gebe dann nochmal im Anschluss, muss ich schon sagen, also in der Nacht sieht das Fahrzeug irgendwie schon ziemlich cool aus hier. Auch in der Lackierung und so. Geil. Ja, geben wir da nochmal eine Abschlussbewertung des Ganzen ab. Ja, also, ne, ich werde da jetzt nicht mehr auf jeden einzelnen Punkt nochmal eingehen, was ich da bereits in dem Format da nochmal durchgegangen bin. Ich werde das eigentlich möglichst immer kurz und knapp halten. Also, was ich auf jeden Fall in dem Fahrzeug sehr, sehr gut finde, ist auf jeden Fall die Beschleunigung. Ja, das hat man ja, glaube ich, mehr oder weniger schon herausgehört. Ja, das Getriebe, ne, auch wenn die Schaltzeiten natürlich ein bisschen länger sind, so ist es doch von der Gangübersetzung her doch ziemlich gut, muss man sagen. Also ziemlich ausgewogen, ausgeglichen könnte man schon fast meinen. Und ja, der hat auch wirklich Potenzial, wirklich sehr, sehr viel Grip auf den Straßen zu generieren. Was allerdings auch gleichzeitig sein Nachteil ist. Also wie gesagt, der Verhältnis vom mechanischen Grip zum ja, aerodynamischen Anpressdruck her ist zu stark unterschiedlich, ja, also man könnte halt natürlich meinen, dadurch, dass er halt sehr, sehr viel mechanischen Grip aufbaut, hat er da nicht so diesen aerodynamischen Anpressdruck, da hätte man jetzt wirklich diesen Rocket Bunny Heckflügel da auch noch mit einbauen müssen, um dementsprechend den Heckflügel einstellbar machen zu können und dann dementsprechend so ein bisschen mit dem Regler da rumzuspielen, bis man da auf einen Wert kommt, mit dem man zumindest hier mit der Frontstoßstange da auch d'accord kommt. Das ist so für den Fahrzeug ein bisschen zum Verhängnis, was ja auch natürlich dann dazu führt, dass er sich in den Kurven jetzt sich nicht so verhält, wie man das ist manchmal von diesem Fahrzeug möchte. Also, ne, wenn man sich so ein bisschen auf das Fahrzeug eingelassen hat, dann kommt man da auf jeden Fall ganz gut mit dem klar. Ne, hat man ja auch in der letzten Teststreckenrunde da auch gesehen. Und ja, ansonsten ja, bleibt mir da eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Also, wenn ich da eine Wertung von 1 bis 10 abgeben müsste, ja klar, natürlich, ja, das Dirt-Rennen war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber man kann das Fahrzeug auf Gelände bewegen. Bricht halt manchmal sehr, sehr gerne aus, auch auf Straßen, und dann kriegt man halt die Kurve manchmal nicht. So würde ich dem Fahrzeug, boah, ja, sagen wir mal, ja, sagen wir mal, ich gebe dem Fahrzeug eine 6,5 von 10, ja, ist jetzt keine Top-Bewertung, ist, ja, zwischen gut und ordentlich würde ich den einstufen, das, glaube ich, ist dem Fahrzeug auch natürlich irgendwo gerecht und, ja, natürlich wird es dann auch so sein, dass es dann auch eventuell in Horizon 6 dann, wenn es dann mal dazu kommen sollte, dann, und wenn das Fahrzeug dann auch natürlich aufgebaut wird, dass dann auch ein Tuning-Update entstehen wird, und dann, wer weiß, vielleicht kriegt man das Fahrzeug dann ein bisschen besser fahrbar hin. Aber ansonsten, ja, 6,5 ist, denke ich mal, für das Fahrzeug eigentlich ganz gut angemessen. Und wie gesagt, da rege ich auch euch Zuschauer dann natürlich an, das Tuning gerne mal auszutesten. Ich gucke mal, ob ich das dann auch hier rüber freigeben kann. Das sollte aber eigentlich gehen. So, wenn ich auf individuelles Tuning gehe, Einstellung verwalten, Einstellung speichern, genau. Dann kann ich das dann nochmal hier für euch mal freigeben. Und zwar unter dem Namen S. Wie habe ich denn jetzt das Fahrzeug nochmal genannt?
SX-GT, genau. So. Gebe ich das Fahrzeug unter diesem Namen für euch frei, dann könnt ihr das gerne, wie gesagt, austesten. Und da bin ich auch gerne auf euer Feedback da angewiesen, was ihr davon haltet. Und. Ah, kommen wir hin? Ja, kommen wir hin. Ich glaube, ja, komm. Nennen wir ihn so, passt schon. Und. Ja, mir auch generell sehr gerne Feedback in die Kommentare reinschreiben, auch wie ihr das neue Konzept von Custom Carbide findet und ja, ob ihr auch weiterhin Verbesserungsvorschläge habt. Das habe ich auch natürlich eingangs der Folge erwähnt, aber das möchte ich jetzt nochmal hier an dieser Stelle gesondert betonen. Und ja, Allrounder ist er nicht. Ich würde da schon tatsächlich Grip sagen und ja, durchschnittlich, das passt schon. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, wäre ich raus für diese heutige Ausgabe und bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn euch die heutige Custom Carbide Ausgabe mit dem Honda SX GT Konzept aus dem Jahr 1998 gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits, würde ich mich dann sehr drüber freuen. Und dann geht es auch schon mit dem nächsten Fahrzeug bald weiter, was ich da noch so ja, auf der Pipeline habe und ja, gebe ich da schon mal einen kleinen Sneak Peek? Ne, machen wir diesmal nicht. Also ich glaube, ich belasse es erstmal einfach dabei. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe von Forza Horizon 5 oder bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag und haut rein!